Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Oh, ich sag das so gerne so. Kennt ihr das? Ich hab mir das irgendwie voll angewöhnt, ne? Ich sag's ja immer so, ne? Girls WG. Ja, ich find's irgendwie lustig. Auf jeden Fall. Hauptsache direkt zu Anfang voll so bescheuert, so was ist mit ihr nur los. Ja, auf jeden Fall sind wir hier und hier spielt schon wieder einer gefährlich nah mit der Kuhpflanze. Aber gut, da mische ich mich nicht ein. Hier kann mal jemand aufräumen, sehe ich gerade. Das ist ja ekelhaft. Was geht denn hier ab? Ne? Dominik, ich beauftrage dich mal dessen. Dann kannst du das mal machen. Und du müsstest mal Pipilotta, das kannst du mal machen. Genau, nachdem du den Müll einmal geleert hast. Das finde ich sehr, sehr anständig von dir, dass du das so machst. Den Proteinteller, den haue ich mal wieder in den Kühlschrank rein. Der steht hier nämlich immer noch so rum. Und wenn du dann auf Klo warst, nachdem die Mia duschen war, die sich jetzt endlich mal wieder schick gemacht hat und nicht immer nur in ihren Arbeitsklamotten rumläuft. Toll, das hättest du jetzt auch noch machen können, die 5 Meter. Kannst du dann mal eben hier in den Garten gehen und dich da mal drum kümmern, alles ernten, Garten pflegen. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, was hier so weiterentwickelt werden kann. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Dann machen wir das mal und kann hier noch was? Ja, du kannst. Es ist voll, es ist voll, es ist voll. Mache ich auch so gerne. So, Hände waschen, nicht vergessen. Sehr gut. Und was macht der Rest? Du bist eigentlich auch ganz fit. Du kümmerst dich gerade um den Papi. Das finde ich ganz süß von dir. Und dann kann mal jemand hier bitte den Teller wegräumen oder ich räume das für euch weg. Ist auch kein Thema. Und dann schauen wir mal, dass du hier unten noch so ein bisschen Yoga-Übungen machst. Was musst du denn noch machen? Du musst noch 3 Partys veranstalten und auf 3 gesellschaftlichen Ereignissen Silber verdienen. Also musst du auf jeden Fall die nächsten Partys schmeißen. Und wir müssen auf jeden Fall noch einen Freund mit ihr finden. Das haben wir uns ja auch noch vorgenommen. Sieht aus, wenn die Strümpfe anhabt. Habt ihr das gesehen? Auf jeden Fall müssen wir noch einen Freund für sie finden. Und da müssen wir auch mal gucken, dass wir das dann auch auf den Partys auf jeden Fall mal machen. Denn wir haben ja einige Teenager, glaube ich, kennengelernt, die wir hier so in der Liste haben. Ich finde den ja eigentlich ganz süß hier. Ich finde, der passt auch ganz gut zu ihr. Und dann schauen wir mal, dass die vielleicht da so ein bisschen sich näher kommen auf der nächsten Party auf jeden Fall. Oben weint schon wieder das Baby. Mia so voll motiviert, so, kein Bock. Bevor du jetzt hier an deinem Kind vorbeirennst, was gerade jämmerlich weint, kannst du dich mal eben da vorher drum kümmern. Und dann kannst du dich eigentlich wieder hinlegen, denn du bist mega müde, du arme Sau. Wie sieht's denn aus? Ja, wir stehen immer noch kurz vor der Beförderung, genauso wie mit ihr. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal mit arbeiten gehen. Jetzt muss ich allerdings schauen, Freitag musst du arbeiten und du auch, okay. Ja, ich glaube, ich würde sagen, wir gehen mit ihr zur Arbeit, oder? Oder sollen wir doch lieber mit ihr zur Arbeit gehen? Bei ihr ist es auf jeden Fall sicherer. Allerdings müssen wir noch 2 erfolgreiche Diagnostizierungen und Behandlungen durchführen an Patienten. Eine haben wir schon und das gestaltet sich als weniger einfach. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Und wenn du so gute Laune hast und sowieso nur hier rumstehst, dann kannst du eigentlich auch mal ein paar Bilder malen. Und dich mal ein bisschen nützlich machen, lieber Mann. Mach mal hier ein großes klassisches und das ersetzen wir mal. Denn wir haben es immer noch dicke. Dann schauen wir mal bei dir. Wie sieht es bei dir aus? Auch ganz gut. Das wird sich auch noch steigern mit dem Bestreben jedenfalls. Oh, mein Headset. Das tut mir aufs Ohr drücken. Kennt ihr das? Und du musst noch Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit 5-mal eine Rakete starten oder verbessern und ein Raketenschiff besitzen. Da müssen wir dann mal schauen. Wir haben Gott sei Dank genug Platz im Garten. Also daran soll es auf jeden Fall nicht liegen. Und Geld haben wir eigentlich auch. Wir müssen halt nur gucken wegen dem Umbau. Ihr habt mir so zwischen 40.000 und 50.000 geraten. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ich denke, das sollte auch dann reichen. Komm, geh mal ins Bett. Ist zwar morgen Samstag, aber geh einfach mal ins Bett. Und das sollte auf jeden Fall reichen. Das Zeug hier lasse ich jetzt erstmal so rumstehen. Warum habe ich denn hier das Ding nicht mehr? Ach ja, das musste ich ja wegmachen, weil das ja irgendwie verbuggt war. Ich finde auch, jemand könnte mal die Gitarrenfähigkeit erlernen. Das würde ich mal ganz cool finden. Und da der Dominik ja eher so der kreative Typ ist, könnte der eigentlich mal anfangen, Gitarre spielen zu lernen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon. So, ich backse dir mal hier irgendwo hier rein. Genau da rein. Und jetzt kommt da natürlich keine Sau mehr dran vorbei. Ich tue sie dir einfach ins Inventar legen. Und dann, wenn du das nämlich fertig gemacht hast, kannst du eigentlich mal anfangen, ein bisschen damit zu üben. Wie sieht es bei dir auf der Arbeit aus? Eigentlich auch ganz gut. Du müsstest eigentlich auch mal befördert werden, denn du bist Level 6. Eigentlich bist du ja schon noch schon sehr weit. Also schon weiter als gedacht. Dann fangen wir an hier so ein bisschen. Nee. Üben, genau. Fangen wir an, ein bisschen zu üben, dann können wir damit schon mal anfangen. Und dann kannst du gleich auch ins Bett gehen. Wenn du den Garten fertig hast, kannst du auch ins Bett gehen. Der ist ja gleich schon soweit. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so weiterentwickeln können. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich weiß, nur wenn es glitzert, aber das sieht man manchmal so schlecht.
Nee, nee, nee. Gut, ich glaube, wir haben alle, die wir weiterentwickeln können. Dann machen wir das gleich mal. Sudele. Wie sie immer pfeifen dabei. Wenn du das getan hast, kannst du dich ins Bett legen. Wie hört sich's an hier oben? Wunderschön. Selten schönere Gitarrenklänge gehört. Muss ich wirklich sagen. Also den einen Punkt lassen wir ihn auf jeden Fall noch machen. Und dann schicken wir ihn auf jeden Fall in die Haia, denn der muss auf jeden Fall ins Bett. Jetzt je nachdem, weiß ich nicht, mit wem wir morgen arbeiten gehen. Ich glaube, wir versuchen es einfach mal mit Mary, weil wir jetzt mit Mary wirklich schon längere Zeit nicht mehr auf der Arbeit mit waren. Dann schicken wir die jetzt einfach mal schnell ins Bett. Ich weiß gar nicht, wann muss die denn? Um 6, oh Gott. Ach nee, ist ja Samstag, da hat sie ja frei. Okay. Sie hat auch Samstag frei. Er muss nur arbeiten und den können wir nicht begleiten. Ja, cool, dann können wir eigentlich direkt wieder eine Party schmeißen, würde ich sagen, oder? Wenn wir dann. Ach so, die kann jetzt nicht schlafen, weil er hier oben mit seinen Gitarren rumklimpert. Aber wir haben ja den Punkt sowieso erreicht. Bevor ich jetzt wieder runterfalle, drehe ich mich mal. Und dann kannst du hier nämlich schlafen und du dann jetzt auch. Tut mir sehr leid, ich wollte dich nicht nerven. So, jetzt könnt ihr, glaube ich, alle schlafen. Harte Arbeit von mir hat sich gelohnt, bla bla. Gitarre, Levelfähigkeit 2, super. Und jetzt haben wir das auch. Jetzt muss Mia wieder raus aus den Federn, weil hier Kind wieder weint. Dann kümmern wir uns mal eben drum. Machen wir nochmal an die Brust nehmen. Aber jetzt hat sie wenigstens schon mal ein bisschen geschlafen können, die Arme. Reden und kosen und reden. An die Brust nehmen ist immer gut. Und dann können wir uns wieder ins Bett hauen. Und dann würde ich nämlich sagen, starten wir mit Celine die Party. Warum hat sie denn jetzt Minus gekriegt? Habt ihr das gesehen? Machen wir mit Celine die Party, damit wir auch die Teenies dann einladen können. Und sie muss ja auch die Party schmeißen, damit sie überhaupt das in ihren Erfolg da eingetragen kriegt. Also müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das mit Celine auf jeden Fall dann starten. Celine ist auch gerade wach geworden, wie ich sehe. Sehr gut. Dann kannst du nämlich direkt mal hier aufs Klo gehen und duschen und dir mal was Leckeres aus dem Kühlschrank holen. Das ist ja super, dass sich das immer so aufteilt, dass jeder da dran gehen kann. Dann können wir nämlich von oben aus dem Kühlschrank quasi den Proteinteller holen. Der beamt sich hier so raus. So, hier kommt er so durch die Rohre so puh, in den Kühlschrank rein. Wäre auf jeden Fall mega praktisch, wenn sowas geben würde. Oder? Ja, wäre auf jeden Fall cool. Wäre es überhaupt so praktisch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wäre es cool. Und wenn du dann fertig bist, dann würde ich sagen, weil dein Social ist sowieso ein bisschen unten, können wir dann mal direkt die Party starten. Mich hatte sowieso jemand gefragt, ob wir eine Party machen müssen, können. Und eigentlich machen wir ja schon ganz viel Party im Moment. Also in letzter Zeit machen wir wirklich sehr viel Party. Ist schon fast eine Party-WG hier geworden. Aber irgendwie finde ich das cool und ich mag diese Partys. Und ich finde es richtig geil, dass ich euch dann nämlich einladen kann und eure Sims dann so hier rumlaufen sehe. Das liebe ich irgendwie total. Und deswegen finde ich auch diese Gruselparty so geil, weil dann natürlich alle verkleidet kommen und es so mega lustig ist, euch dann zu sehen, wie ihr euch so verkleidet habt. Und ich musste so lachen, als die Josie da mit ihrem Putschfrau-Kostüm und mir dann auch direkt daraufhin in die Kommentare geschrieben hat, dass sie das so lustig fand, dass sie als Putzfrau kam. Ich fand das auch mega lustig. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Und deswegen machen wir, glaube ich, auch wieder eine Kostümparty. Genau, fütter mal die Kuhpflanze und ess dann mal selbst was. Ich glaube, die Kuhpflanze hätte lieber das. Und ohne Scheiß, Leute, seid bitte stolz auf mich. Echt, dafür habe ich ja wohl allen Respekt verdient. Meine Kuhpflanze lebt immer noch. Und guckt euch an, wie sie gedeiht. Sie ist einfach eine wunderschöne Kuhpflanze. Eine Kuhpflanze, wie sie in einem Kuhpflanzenbuch stehen würde. Sie ist einfach perfekt. Nee, aber ohne Witz, normalerweise habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass sie ziemlich schnell sterben. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Sag mal, isst sie jetzt oder spielt sie jetzt? Was macht sie denn da jetzt? Wir machen mal ein gesellschaftliches Ereignis. Dann machen wir jetzt einfach mal. Du solltest jetzt nicht da Hufeisen werfen, du Dummdödel. Warum ist sie jetzt beschämt? Peinliche Vorstellung, weil Hufeisen werfen gespielt hat. Könnte ein wenig Übung vertragen. Ja gut, man kann ja halt nicht immer alles, ne? Hier weint schon wieder jemand bitterlich. Dann müssen wir mal eben gucken, dass wir dich mal eben versorgen. Hast du schon wieder Hunger? Das kann nicht wahr sein. Einfach mal liebkosen, reden, hüpfen, liebkosen. Ich hoffe, das reicht. So, gesellschaftliches Ereignis. Wir machen natürlich wieder eine Gruselparty, weil ich die einfach mega cool fand. Und Gastgeberin ist natürlich Celine, da sie die ganzen Teenies kennt und Gäste. Aber mittlerweile müsste sie eigentlich viele kennen. Wir laden die natürlich alle ein. Den Dennis laden wir ein. Den Simon laden wir ein. Den Hoffmann Erik. Den Cole, den Tadore. Den Kenai. Den Martin. Den Alexander Harry Potter Grusel. Alexander aka Grusel. Ach, was laber ich denn? Alexander aka Harry. Sebastian Meyer laden wir mal ein. Ach, Dennis, der ist immer noch im Darth Vader-Kostüm. Ganz toll. Mira laden wir ein. Marcel laden wir ein.
Und ja, das reicht, glaube ich, erstmal, oder? Komm, dann wir den noch ein. Ich bin mal so. Caterer ist irgendjemand, weil wir es uns leisten können. Und Mixer brauchen wir nicht, weil wir es uns nicht leisten können, eine Bar zu haben. So, das reicht. Nein, der soll ruhig zur Arbeit gehen. Der Dominik kann ruhig zur Arbeit gehen. Und nein! Sie hat jetzt im Ernst dieses Lama-Kostüm an. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Leute, guckt es euch an. Das ist ja wohl mal das Mega-Kostüm. Oh, wie geil ist das denn? Oh Gott, da habe ich ja schon so lange drauf gewartet, dass das mal jemand anzieht. Oh, Angeline, seine Fee, wie süß. Und du bist... Ja, wir müssen ja mindestens Silber erreichen, fällt mir gerade ein. Dafür müssen wir natürlich wieder diese Kürbisse haben. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss ich das mal eben noch mal kurz aufbauen. Sorry, da habe ich jetzt echt gar nicht dran gedacht. Da müssen wir jetzt alle zusammen noch mal hier in den Objektefilter gehen. Wir machen natürlich Grusel-Accessoires, ja. Und dann hauen wir hier mal diesen Tisch wieder hin. Ach, da habe ich jetzt echt gar nicht dran gedacht. Machen wir direkt mal zwei. Und hier so eine Grusel-Dingens machen wir auch mal. Nochmal, falls wir die brauchen, weiß ich nicht. Und sonst brauchen wir, glaube ich, nichts davon, oder? Nee, ich glaube, das dürfte reichen. Gut. Dann machen wir das so. Kürbisse schnitzen. Das könntest du schon mal direkt dann machen. Komm, weil du so ein geiles Lama-Kostüm an hast. Machst du das mal. Mach mal einen Geist. Ist mir Wurst. Und du bitte auch. Irgendwas. Mach irgendwas. So, wer ist denn so alles hier? Wer bist du denn? Dennis. Dennis geht heute wieder als einer von Star Wars. Ach, Bob Pancakes macht heute den Kate War, finde ich ja geil. So, sonst kommt keiner, oder was? Wo sind denn die anderen, die ich eingeladen habe? Ich habe noch zehntausende Leute eingeladen. Toll, wie alle kommen. Danke. Ach, da sind ja welche. Da ist Mira. Mira geht als... Ja, keine Ahnung. Und du gehst als Römer. Cole Dentadore. Und, wo ist der Kenai? Kenai? Sag ich das eigentlich richtig? Kenai? Kenai? Ist oben jemand? Nee, oben bin nur, ist nur Mia. Warum kommt denn keiner? Das finde ich ja doof. Was Mia allerdings mal machen könnte, nachdem sie jetzt hier angerufen hat, einen dann hier abzuhängen. Und zwar hätte ich gerne noch ein paar andere dabei, und zwar die Brini und die Paula. Und von mir aus auch die Zocker, wenn mir die auch immer noch in ihrem Kostüm steckt, finde ich ja lustig. Die Alibi können wir auch noch mal einladen. Den Mason natürlich, auf jeden Fall Josie. Und dann lade ich die nämlich nochmal extra ein. Die hätte ich nämlich auch gerne dabei. Die sind wahrscheinlich jetzt nicht verkleidet. Aber das macht ja nichts. Hauptsache, die sind hier. Bethetia Magra. Aber irgendwie steht es der Mia auch voll, ne? Das ist irgendwie auch... Alle kommen vorbei. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. So, die haben die Kürbisse geschnitzt. Sehr gut. Warum gilt das jetzt nicht? Ey, fortsetzen. Das ist der Mason, der Mason. Dann können die beiden sich nämlich auch mal wieder lieb haben. Das war nämlich auch schon lange nicht mehr der Fall. Ach ja, reicht so, bla bla. Massieren. Und Techtel, Mechtel im Whirlpool. Warum nicht? So. Leistungsverbesserung klein und 50 Simoleons. Das freut mich natürlich. Der Kenai scheint anscheinend nicht zu kommen. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob er irgendwie anderweitig beschäftigt ist, aber scheint so. Hör mal auf, mit Mary zu plaudern und kümmere dich mal lieber darum, dass du da jetzt fertig wirst. Das wäre ganz toll. Damit wir wenigstens die Kürbisschnitzerei hinter uns haben. Und dann um Partysüßigkeiten bitten. Das können wir auf jeden Fall dann auch mal machen. Machen wir mal bei Ellie B. Lustig vorstellen. Boah, wie lange dauert das denn? Ach, jetzt gut, sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch schon mal geschafft. Und dann gucken wir mal, wo ist denn der Rest? Oh, oh, im Whirlpool geht's gerade ab. Uiuiuiui. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Wo sind denn alle? Ich habe alle eingeladen und keiner kommt, oder was? Und dann steht da immer noch so unverschämterweise, alle kommen. Und dabei kommt niemand. Ich bin sehr enttäuscht. Nee, also die Party ist auf jeden Fall ein mega Reinfall, denn es sind wirklich nur die Hälfte gekommen von denen, die ich eingeladen habe. Ellie B. macht erstmal ihre Hausaufgaben hier, finde ich ja auch sehr lustig. Oh, vor allem können wir uns jetzt nicht... Oder sind die jetzt schon wieder verbuggt? Die sitzen alle schon wieder so und machen nichts. Das macht mir schon wieder Angst. Um Party-Süßigkeiten bitten, wir machen das einfach mal. Da, um Party-Süßigkeiten bitten. Also ich weiß nicht, was im Moment los ist, aber irgendwas scheint mit den Partys nicht mehr zu stimmen, wie ihr seht. Denn jedes Mal passiert dann das, dass ich hier irgendwie, ja,
dass es dann irgendwie so einfriert. Das ist komisch irgendwie. Ich muss die Party wohl wieder abbrechen. Tut mir voll leid. Ich weiß auch nicht, woran es echt liegt. Das irgendwie nervt mich das auch total. Aber wenigstens haben wir jetzt eine Party veranstaltet. Party 3 von... Hä, aber wir haben doch gerade einen Veranstalter. Wahrscheinlich, weil wir sie nicht zu Ende geführt haben, kriegen wir dafür auch keinen Punkt. Super, das war ja mal wieder der Mega-Reinfall. Super Party, freue mich tierisch. Bin total begeistert. Komm, Mary, du musst noch einmal hier hinkommen. Ich will das einmal noch mal in voller Pracht bitte sehen. Das sieht nämlich einfach so geil aus. Jetzt hat sie sich umgezogen. Toll, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ach, nee, es läuft alles wieder wie am Schnürchen. Also wirklich alles wie geplant, wie immer. Aber so ist Sims nun mal und deswegen macht das ja auch das Ganze ja auch so lustig. Wir nehmen uns mal eine schnelle Mahlzeit hier, so ein Cerealien. Und du in deinem Römerkostüm kannst nun auch wieder nach Hause gehen, woher du auch immer kommst. Hauptsache, ich sehe sie da im Spiegel, wie sie da so, Hunger, Hunger. Alibi bleibt noch ein bisschen, das freut mich. Dann können wir uns ja eigentlich mit ihr mal ein bisschen anfreunden, denn die kennen wir ja auch noch gar nicht. Und dann können wir die mal kennenlernen. Hauptsache, Mia kommt so voll kokett, kommt sie so angelaufen, so hallo. Mason bleibt noch ein bisschen im Pool. Nee, anscheinend doch nicht. Verführerisch halt, machen wir mal. Und dann machen wir mal ein gemeinsames Foto und eine Rose anbieten und Hände küssen. Machen wir mal ein paar romantische Interaktionen. Und dann verschönern wir ihr mal den Tag und verrückten Plan verstanden. Guck mal, der Grusel, der kommt bestimmt, um sich zu beschweren, weil die Musik so laut ist. Guck mal, wie er auch guckt. Musik war zu laut, die Party, scheiße. Ich war nicht eingeladen, deswegen bin ich jetzt ein Muffeliger. Ach komm, hör auf, so müßig war es auch nicht. Guck, ich sehe sie immer hier so am Spiegel, ist total geil. Lalala. Jappa. Wäre aber viel gruseliger, wenn ich sie nicht im Spiegel sehen würde, dann wäre sie nämlich ein Vampir. Versteht ihr? So, ich habe heute wieder so viel Müll. Ehrlich. Aber naja, so bin ich eben. Sag mal, da haben die sich jetzt hier auch festgebackt oder gehen die jetzt einfach nicht mehr nach Hause? Geh nach Hause, komm, ich schick den jetzt einfach nach Hause. Ich bin jetzt einfach mal so. Auf Wiedersehen. Hauptsache, man geht so einfach zu so einem Typen so. Ja, auf Wiedersehen, ne? Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was heute wieder los ist. Heute funktioniert irgendwie wieder gar nichts, so wie ich das gerne hätte, aber nun ja, so ist das halt. Die Mia kann eigentlich mal so ganz romantisch in den Brunnen auffüllen und zwar mit Fruchtpunsch. Wir trinken uns mal ein bisschen Fruchtpunsch. Mason muss wieder los. Ja, ich habe mir gerne Zeit für dich genommen. Du weißt, was ich meine. Tschüssi. Und die Kuhpflanze hat mal wieder ein Hüngerchen. Dann können wir die nämlich auch mal eben füttern, bevor da wieder irgendjemand den Kuchen greift und auf mysteriöse Art und Weise verschwindet. So, und wir machen mal leckeren Fruchtpunsch da rein. Oh, das sieht aber echt lecker aus. Dann nehme ich mir doch direkt mal ein. Oh, da hätte ich auch irgendwie Bock drauf, ne? Aus so einem geilen Fruchtpunschbrunnen so ein leckeres, kühles Getränk mir nehmen, das auch noch so pink ist. Das ist voll toll. Dominik ist wieder von der Arbeit, das ist schön. Dominik hat nichts verpasst, die Party war scheiße. Und, ja, ich würde sagen, zur Feier des Tages und zum Feierabend kannst du dir dann auch mal so einen leckeren Fruchtpunsch gönnen. Und hier die Musik, die mache ich mal ein bisschen niedriger. So, damit die mich nicht so nervt. Ja, du gönnst dir den Fruchtpunsch. Ich würde sagen, dann gönnst du dir eigentlich auch mal den Fruchtpunsch, oder? Genau. Hier ist ja kein Alkohol bei Sims im Spiel. Und dann könnt ihr euch nämlich alle mal gemeinsam hier draußen, hier drinnen hinsetzen und mal so ein bisschen den Fruchtpunsch genießen. Und vielleicht noch... Ach klar, sie kann ihn sogar verbessern. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Oh, dann will ich ihn erst verbessern, bevor ich mir davon ein Glas nehme. Also für sich so macht sie erstmal noch so eine Verbesserung. Ach, ein bisschen Pfeffer, klar. Dann nehmen wir uns mal den Fruchtbrunnen. Brunnen der Heiterkeit. Jetzt mit 100% mehr Karacho. Dank Mary. Yay! Yeah. 100% mehr Karacho. Der knallt jetzt richtig. Der burnt, kann man sagen. Oh, gut kaputt gemacht. Kostet ja nur 322 Simoleons. Ist ja nix. So, Mary haut sich jetzt den harten rein, während andere alle den weichen trinken müssen. Aber nun gut, Mary weiß halt, wie es geht und deswegen hat sie sich das natürlich auch verdient. So, und jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende unserer Sendung. hier seht ihr nochmal diesen wundervollen Fruchtpunsch. Sehr köstlich. Also ich hätte da gerne ein Getränk von. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotz Bugs und sämtlicher Partyprobleme trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, ich bin jetzt raus
Und wünsche euch noch einen angenehmen Abend und einen wunderschönen Tag und ansonsten noch wunderschöne Tage. Und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüssi!